wunderschönen guten Morgen, liebe YouTuber, Freunde, Neugierige, die das erstmal unseren YouTube-Kanal angucken. Mein Name ist Roland Christ. Ganz einfach Roland, der Seniorchef des Hotels Maritim Playa auf der wunderschönen Insel Gran Canaria. Und es ist Sonntag, der 25. April. Wir beginnen wie immer in unserem Blog mit den Neuigkeiten, mit den Nachrichten. Und die Nachricht des Tages: Wir haben unsere Auszeichnung von Holiday Check bekommen. Guckt mal hier, 2012, 2014, 2015, 2016, 2021. Wir befinden uns immer unter den Top-Hotels von Gran Canaria. Ein ganzer Stolz, das ist der Lohn der Arbeit unserer Mitarbeiter und ein ganz großes Dankeschön an alle Gäste, die uns auf Holiday Check bewertet haben und nach jedem Urlaub ihre Punkte, ihre Meinungen und ihre Impressionen über unser Hotel kundgeben. Vielen Dank von ganzem Herzen. Weiter geht es gleich mit den nächsten Nachrichten. Weitere Nachrichten und News. Immer was zum Lachen muss dabei sein. In dieser traurigen Lage freuen wir uns über viele kuriose Nachrichten. Ein Gast von uns hat uns geschrieben, aus der Stadt Ostfildern. Ostfildern liegt in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat die Möglichkeit gegeben, aus der Quarantäne Ausnahmegenehmigungen zu bekommen, damit Reiserückkehrer keine Quarantäne machen brauchen. Diese Ausnahmegenehmigung muss man vor der Einreise bei dem zuständigen Bürgermeisteramt einreichen. Ich habe hier die Antwort des Bürgermeisteramtes. Vorweg: Der Gast braucht keine Quarantäne zu machen. Er hat Gründe angeführt, um die Quarantäne auszusetzen. Was zum Schmunzeln ist, ist die Wortwahl deutscher Beamte. Hier wird geredet von geplanten Rückkehr aus Spanien, Kanarischen Inseln. Man braucht sich nicht abzusondern. Ich dachte, das Ding heißt Quarantäne. Jetzt wird geredet von absondern. Und 10 Tage lang muss sich der Gast, der sich nicht absondern braucht, morgens einen Selbstmonitoring unterwerfen. Dieses Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich glaube, mein Deutschlehrer zu meiner Schulzeit hätte mir das Papier um die Ohren gehauen, wenn ich so ein Wort erfunden hätte. Selbstmonitoring. Sie müssen gucken, dass Ihre Körpertemperatur richtig ist, dass die Kopfschmerzen, die Sie vielleicht morgens haben, vielleicht von dem Bier zu viel abends kommen kann. Und Sie müssen irgendwie auch mal an sich runtergucken, ob wirklich noch alles da ist. Selbstmonitoring muss gemacht werden. Liebe Beamte in Deutschland, liebe Verwaltungen in Deutschland, es gibt so schöne, einfache Worte. Warum muss man alles so kompliziert machen? Der Schmunzler der Woche. Anstatt Quarantäne braucht man sich nicht mehr abzusondern. Und anstatt eine Selbstdiagnose muss man ein Selbstmonitoring neuerdings machen. Es gibt schon komische Sachen. Weiter geht es mit den Veranstaltungen der kommenden Woche. Unser Kultabend montags. Es wird Bingo gespielt ab 20 Uhr. Ich bin die Glücksfee. Und Woche für Woche finden sich mehr Gäste ein. Sei es von unserem Hotel, sei es von außerhalb. Einfach mal 2 Stunden die Seele baumeln lassen, nicht an Inzidenzzahlen, nicht an Corona zu denken, sondern hoffen, dass heute die Zahlen gezogen wird, die man auf seiner Bingo-Karte hat. Jeden Montag ab 20 Uhr bei uns im Hotel Maritim Playa. Dann Mittwoch, Tag der deutschen Küche. Auch das ist eine Institution geworden. Was gibt es nächste Woche Mittwoch? Es gibt hausgemachte Rinderrouladen und für die Fischfreunde eine tolle, große Regenbogenforelle auf Müllerinnenart. Mit zerlassener Butter, Mandelsplitter und natürlich dazu gehören ganz klassisch Salzkartoffeln. Das am Mittwoch. Donnerstag ist der wichtigste Tag, denn wenn ihr Donnerstag bei uns ins Hotel kommt, werdet ihr meine Frau und mich nicht vorfinden. Es ist unser freier Tag. Also sehen wir uns wieder am Freitag. Immer freitags ab 18 Uhr. Rock and Eat, Eat and Rock. Ich darf meine Musik
der 60er, 70er, 80er Jahre auflegen. Rockmusik, ihr dürft eure Wünsche äußern. Und wir verbringen einen tollen Abend bei Musik der Rockgeneration und einem dazu passenden Essen. Ja, und samstags, Tag der spanischen Küche. Auch da haben wir immer einige Specials. Diese Woche gibt es Vuelta Casera, ein typisch kanarisches Essen. Kleine Filetsteaks, in Knoblauch eingelegt, kurz gebraten auf dem Grill mit den dazugehörigen Beilagen. Für die Fischfreunde, Calamares a la Romana, frische Tintenfische, in Ringe geschnitten, nicht fertig gekauft, sondern von uns zubereitet und paniert, frittiert, auch das mit den dazugehörigen klassischen Beilagen. Eines bitte ganz wichtig noch, zu unseren kulinarischen Abenden, mittwochs, freitags und samstags, bitte, wenn es geht, meldet euch an unter der Telefonnummer 928 76 23 65. Es hilft der Küche zu planen und damit wir wissen, wie viele Gäste abends vorbeikommen. Sollte jemand sich kurz entschließen, auch da ist immer eine Lösung zu finden. Aber bitte, wenn es geht, vorweg anmelden. Und nach all den Nachrichten zum Ende. Ihr seht, es ist sonntags morgens ganz früh. Die ersten Gäste sitzen schon beim Frühstück. Und das Wichtigste der Nachrichten, immer die Zahlen. Aktuell haben wir heute auf Sonntag 60 Gäste bei uns im Hotel. Es ist toll, es macht Spaß mit ihnen zu arbeiten und es wird immer besser. Die Inzidenzzahlen der Kanarischen Inseln von Samstag. Die Inzidenzzahl der 7 Tage 57,54. Teneriffa 78,07. Gran Canaria, jawohl, wir haben es geschafft, unter die 50, im dritten Tag in Folge, 45,35. Fuerteventura 42,6. Lanzarote 41,08. La Palma 4,79. Gomera 4,61. El Hierro 170,45. Und San Bartolomé de Tirajana 3,75. Geimpfte Personen auf den Kanarischen Inseln, komplett geimpft, 144.608. Und über 500.000 haben schon die erste Dosis. Da liegen wir bei über 30% geimpfter Bewohner. Am Wochenende habe ich auch mal wieder die Arbeit gemacht, die Flüge zu zählen. Wer fliegt auf die Kanaren? Woher kommen die Flieger? Denn immer wieder, es gibt keine Flüge. Allein Freitag, Samstag. 19 Flüge aus Deutschland, Edelweiss aus Zürich, TUIfly aus Hannover, TUIfly 3 Maschinen am Freitag aus Düsseldorf, TUIfly aus München, TUIfly aus Frankfurt, Samstag EasyJet aus Basel, Eurowings aus Düsseldorf, TUIfly aus München, Eurowings aus Hannover, EasyJet aus Berlin, Condor aus Hamburg, Condor aus Frankfurt, Edelweiss aus Zürich, TUIfly aus Düsseldorf, Lufthansa aus München, TUIfly aus Frankfurt, TUIfly aus Hannover. Ihr seht, wir sind nicht abgeschnitten von der Welt. Und trotz Ausgangssperre bei euch, die Gäste möchten, können auf unsere Inseln kommen. Und schon für nächste Woche sind wir mal gespannt mit der Ausgangssperre in Deutschland, ob das Bestand hat und in welcher Form es irgendwie abgeschwächt wird oder sich die Flugpläne so ändern, dass man ohne das Risiko, bestraft zu werden, nach Gran Canaria reisen kann. So, liebe Freunde, YouTuber, diese Woche mal was ganz anderes. Wir fahren nicht über die Insel, sondern wir begeben uns ins Heiligtum unseres Hotels, die Küche. Und wir machen heute mal Kochstudio Maritim Playa, kanarische Küche. Wir zeigen euch, wie unser Nationalgericht hier auf den Kanarischen Inseln gekocht wird. Papas Arrugadas, kleine Runzelkartoffeln mit grüner Mojo und mit roter Mojo. Wolfgang fängt mal an mit den Kartoffeln. Und keine Angst, das Rezept wird am Ende eingeblendet mit Grammangabe, sodass ihr zu Hause immer nachkochen könnt. Los geht's, Wolfgang! Also,
ganz wichtig, unsere schönen kleinen Papaoogagas. Wichtig, vorher mindestens 2-3 Stunden in kaltes Wasser einlegen und dann geben wir die in den Topf. In kaltes Wasser einlegen, damit sie sich vorher noch mal schön mit Wasser ansaugen können, dann werden sie richtig schön runzelig. Schauen, dass sie ziemlich eben im Topf sind. Das Wasser vom Einweichen können wir dann gleich drüber geben, aber nicht alles. Soll so bis 2-3 Fingerbreit unter den Kartoffeln aufhören. Ganz wichtig, eine Zitrone dazugeben und grobes Meersalz. Am besten von den Salinen hier auf der Insel, oder Chef? Genau. Wir haben hier wunderbares Meersalz auf den Kanarischen Inseln, unser Salinen. Und jetzt das Wichtige, nicht einfach kochen lassen, sondern die Kartoffeln müssen abgedeckt werden. Schön, dass das Tuch relativ dicht abschließt. Das Ganze bringen wir jetzt langsam zum Kochen. Dauert ca. 20 bis 25 Minuten, bis sie richtig schön weich sind. Und dann machen wir weiter. So, und natürlich zu unseren Papas Arrugadas gehört eine Mojo, eine kanarische Mojo. Es gibt zwei Klassen von Mojo. Hier die grüne oder die rote Mojo. Jeden seine Geschmackssache. Ich zeige euch heute, wie die grüne Mojo geht. Unser Mixer, den hat ja jeder zu Hause. Wir fangen an mit geschälten Knoblauch. Auch hier, keine Angst, die Grammangaben, die Gewichtsangaben gibt es nachher. Zwiebeln, ganz wichtig, Chilischoten. 3 Chilischoten tun wir hier rein. Dann haben wir grüne gezupfte Petersilie, grüne Paprika, etwas Salz, Essig, Kreuzkümmel. Der darf nicht fehlen. Und wie nennen wir das? Koriander. Koriander. Ich mag ja nicht den Koriander, aber er gehört nun mal einfach dazu. Ja, der erste Schritt ist gegangen. Noch etwas Öl. Und jetzt das Wichtige, die Kartoffel muss rein, damit die Soße schön sämig wird. Eine gekochte Kartoffel. Und jetzt geben wir den Ganzen nochmal Zunder. Und fertig ist unsere grüne Mojo-Soße. Das ist die berühmte grüne kanarische Mojo-Soße. Und eins immer ganz wichtig, für jeden Koch, der Koch werden will, der Koch ist und meint, er hat einen guten Geschmack. Das ist das wichtigste Teil überhaupt in der Küche. Zum Probieren. Wow, das schmeckt. Und jetzt die Papas Arrugadas dazu. Aber halt, wir haben noch eine rote Mojo zu tun. Die seht ihr jetzt gleich. Und jetzt kommen wir zur überhaupt berühmtesten Mojo unserer Insel. Mojo Picon. Rote Mojo-Soße. Sie ist etwas schärfer als die grüne, aber zu den Papas Arrugadas ist es ein Traum. Jedes Filetsteak bleibt beiseite für unsere Papas Arrugadas. Und eins möchte ich allen zeigen. Wer Papas Arrugadas isst und sie schält, bekommt hier auf den Inseln Gefängnisstrafe. Es ist absolut verboten, diese Kartoffeln zu schälen. Sie werden mit Schale gegessen. Und jetzt ist Wolfgang dran. Mojo Picon! Wir fangen wieder an. Mit schönem, frisch geschälten Knoblauch. Ganz wichtig, frische rote Paprika. Ein Stückchen von einer Zwiebel.
Picon heißt scharf, würzig, dürfen die Chilischoten nicht fehlen. Wieder für Spanien und Kanaren typisch der Kreuzkümmel. Edelsüßes Paprikapulver. Ein guter Schuss Essig. Und ein klein wenig gezupfte Petersilie. Ganz wichtig, in die rote Woche kommt niemals Koriander. Ihr habt es gehört, kein Koriander in die rote Woche, sonst gibt es Strafpunkte, dann schmeckt sie nicht. Einen guten Spritzer Olivenöl. Ein wenig Sonnenblumenöl. Nicht zu viel Olivenöl, sonst wird der Geschmack vom Paprika und allem viel zu verändert. Und dann geben wir es auch hier wieder. Voll da. Und wir haben noch was vergessen. Unsere Kartoffeln. Für die Cremigkeit. Man kann es auch mit Brot machen, aber gerade heute, wo jeder schaut, glutenfrei und Cremigkeit, siegt ganz einfach die Kartoffeln. Unsere Mojo Picon. Und ganz wichtig, es ist auch was für unsere Veganer. Weil wir haben nichts drin, was irgendwie vom Tier kommt. Ja, und jetzt sind 20, 25 Minuten rum. Ihr seht, unser Tuch auf den Kartoffeln hat eine Salzkruste. Aber die Kartoffeln sollen auch Salzkruste haben. Wir nehmen das Tuch mal weg. Die Zitrone weg. Wasser ist keins mehr da. Kein Wasser mehr drin. So soll es sein. Das ist das Zeichen, das ganze Wasser ist verdunstet. Und jetzt fangen die Kartoffeln an, eine schöne Salzkruste zu bekommen und diesen Runzeleffekt. Also wenig Wasser, genau wie wir es am Anfang gesagt haben. Und ihr habt eine tolle Vorspeise für euren kanarischen Abend. Ganz wichtig ist, die Kartoffeln jetzt noch auf der heißen Herdplatte zu bewegen, damit sie trocken werden und zum Runzeln beginnen. Aber immer bewegen, sonst brennt das Ganze an. Ihr habt es gehört, die Kartoffeln nicht einfach stehen lassen. Die Kartoffeln bewegen, immer bewegen auf der heißen Herdplatte. Und jetzt sieht man, wie sich die schöne Salzkruste bildet. Oh. Wunderbar. Das war der erste Teil unseres... Ist das nicht ein Traum? Absolut. Und vor allem, wenn die jetzt schmecken und schön mit unserer Mojo-Soße. Wir probieren das. Bitteschön. Guten Appetit. Kocht es nach zu Hause. Kanarische Papas Arrugadas mit roter Mojo Picon. So, liebe Freunde, das war der erste Teil unserer Kochschule. Kanarische Küche. Ihr habt gesehen, es gab Papas Arrugadas. Nächste Woche geht es weiter. Ich wünsche jetzt allen einen schönen Sonntag. Vergesst uns nicht auf der Insel. Wir halten das schöne Wetter für euch bereit. Wagt euch. Packt die Koffer. Kommt auf die Kanarischen Inseln.
Die Sonne scheint, das Bier schmeckt, wir haben Freiheit und wir dürfen sogar jetzt schon etwas länger aufbleiben, bis 11 Uhr abends. Einen wunderschönen Sonntag, Grüße an alle und vergesst nicht zu teilen und zu abonnieren.